Hallo zusammen, in diesem Video zeigen wir euch, wie wir zum Hollywood-Sign heraufwandern. Dieses befindet sich gleich hier hinten. Viel Spaß beim Video! Wir befinden uns gerade auf dem Innsdale Trail, welcher hin und zurück ca. 4,3 Meilen lang ist, also knappe 7 Kilometer. Aber wie ihr sehen könnt, kann man bereits am Anfang des Trails einen guten Blick auf das Hollywood-Sign erhaschen. Den Weg bis ganz oben zum Hollywood-Sign, respektive hinter das Hollywood-Sign zu finden, ist gar nicht so einfach. Zu Fuß gibt es verschiedene Wanderwege, welche dorthin führen. Aber hier darf man sich nicht durch die vielen Verbots- und Warnschilder in die Irre führen lassen. Willst du auch bis ganz oben wandern? Dann schau dir unser Video an und wir zeigen dir, wie wir es gemacht haben. Viel Spaß! Wir haben uns für den Innsdale Trail entschieden, weil er für uns eine gute Länge hatte von ca. 7 Kilometern und man direkt am Anfang des Trails am Innsdale Drive das Fahrzeug am Straßenrand kostenlos parkieren kann. Der Wanderweg startet gut signalisiert auf einem breiten Sandweg. Wir folgen dem Weg, bis wir zu einer Verengung kommen, welche wir passieren und dann auf eine geteerte Straße gelangen. An diesem Punkt stoßen wir auf Hampus aus Schweden. Er fragt uns, ob wir wissen, wie man bis zum Hollywood-Sign gelangt. Wir sagen ihm, er soll mit uns kommen. Wir folgen der Beschilderung dem Weg entlang. Bis wir zu dieser Türe gelangen. Hinter der Türe gelangen wir dann wieder auf eine geteerte Straße. Die geteerte Straße teilt sich in zwei Richtungen. Links kommt man zu einem Aussichtspunkt und kann dort ein paar schöne Fotos machen. Das machen wir dann auch. Aber das ist nicht der Weg bis ganz rauf zum Sein. Also gehen wir den gleichen Weg wieder runter und dann anstelle von links, rechts der geteerten Straße entlang. Wir folgen der Straße, bis wir zu einer nächsten Kreuzung gelangen. Hier ist auf einem Schild signalisiert, dass wir noch weiter geradeaus müssen. Ab hier ist der Weg dann einfach. Alles den geteerten Serpentinen entlang hoch. Wir haben es fast geschafft, da unten sieht man schon die Zeichen ganz groß vom Hollywood-Sign. Wir marschieren noch ein letztes Stückchen weiter rauf und haben eine super Sicht auf Los Angeles und stehen direkt hinter den geschichtsträchtigen 14 Meter großen Buchstaben. Musik.
1923 stellte eine Maklerfirma den Schriftzug Hollywoodland auf, um für den Kauf von Grundstücken in dieser Gegend zu werben. 1949 entschied die Handelskammer von Hollywood dann, die Silbe Land zu entfernen. War sehr schön. Wir waren jetzt ganz da oben, da haben das Hollywood Sign von hinten gesehen und auch während der Wanderung hier hinauf hat man das Hollywood Sign von verschiedenen Perspektiven sehen können. Wenn ihr noch andere Trails kennt und gewandert seid, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir laufen jetzt noch runter zu unserem Van und dann geht's weiter. Wir sind jetzt wieder zurück beim Van. Die Wanderung war sehr schön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen!